Willkommen zur Sealed Only Challenge. Und ja, es geht in eine weitere Runde. Wir machen wieder die Sealed Only Challenge. Und zwar diesmal mit CK Phoenix. Warte mal, da fehlt was, oder? Da fehlt was. Genau, mit den Apache des Yu-Gi-Oh! Spielen wir eben wieder eine Runde. Das heißt, wir kaufen uns auch diese Woche wieder Produkte im Wert von 50 Euro. Plus, minus, null. Und dann bessern wir unser Deck auf und spielen eben gegeneinander. Auch dieses Mal wieder ein Riesendank an Card Market, die dieses ganze Projekt natürlich sponsern. Die Produkte kommen auch von dieser Seite. Also schaut einfach mal unten, Link in der Videobeschreibung. Doch was habe ich diese Woche denn eigentlich gekauft? Ja, wir schauen uns das Ganze einfach mal an und gucken natürlich auch, was wir so gezogen haben. Und ihr seht es schon, ich habe Dual Overload und dreimal Structure Deck Charmer geholt. Warum das Structure Deck Charmer, fragt euch bestimmt. Nein, ich will keine Charmer spielen, aber ich will die Spellbook Engine komplett machen. Mit Magiebuch des Wissens, ebenfalls ist hier Twin Twister und Dark Ruin No More drin. Und auch Wailer, also sehr gut, also dreimal Structure Deck. Dann noch ein paar Dual Overload Booster, eine komplette Box und ein paar einzelne Booster. Denn wir wollen hier draus einfach Needle Fiber oder eben Celine ziehen. Sehr gute Karten, die für Pendulum sehr gut geeignet sind. Needle Fiber brauche ich, glaube ich, nicht drüber reden. Und ja, hier haben wir einen Permanence gezogen, was sehr, sehr gut ist. Aber leider brauchen wir Permanence eigentlich gar nicht, denn wir spielen keine Handtraps Main. Für Side Deck ganz nett, aber sonst nicht. Und ja, wir sehen hier schon, wir haben hier leider keine Celine gezogen und kein Needle Fiber. Kommen wir jetzt auch zur Deckliste und da haben wir erstmal Brain Spells, Mastery, weil ja, ist einfach die beste Karte. Da hat sich auch nichts geändert, genauso wie der Pendulum Call. Wir haben was bei den Magicians geändert, aber eben Pendulum Call an sich nichts. Dann drei Pot of Desires. Ja Leute, ich habe gesagt, dass ich irgendwann nur zwei spielen werde, aber wir haben keine besseren Zauberkarten zurzeit und brauchen den Draw einfach. Dann die Terraforming für eben unsere Zitadelle. Ist natürlich immer noch gut mit Zauber 10 Marken. Dann eine Mind Control, die natürlich sehr gut ist. Going First nicht so gut, aber sie hilft uns einfach, eventuell halt, wenn wir Going Second geben, eben Felder besser brechen zu können oder uns eben das fehlende Monster für eine Link sammeln zu haben. Und dann neu dazu zweimal Magiebuchen des Wissens und zweimal das Secret. Ja, Spellbook Engine ist sehr gut. Mehr Zauberkarten, die halt mit den 10 Marken besser funktionieren und mehr Draw Power eben in unsere Combi Pieces zu ziehen. Dann kommen wir jetzt auch hier zu den Monstern. Bei den Monstern haben wir natürlich zum einen eben die Spellbook Engine. Zweimal hier eben den Spellbook. Dann jetzt inzwischen drei Reflection. Wir haben hier inzwischen jetzt die Engine ein bisschen verändert, denn wir spielen hier jetzt drei davon. Drei Reflection, ein Servant immer noch. Und ja, wir haben den anderen gekickt. Warum? Wir brauchen die Effekte nicht. Wir haben die Magicians, um eben unsere Combo zu machen. Aber wir brauchen unbedingt Level 7er. Das heißt Level 7 und Level 7. Außerdem ist das natürlich unser Bossmonster und wollen wir rausgehen. Ihn einfach nur zu pendeln, kann schon gut an sich sein. Dann unsere Searcher for Free. Ziemlich gut auf 3 auf jeden Fall. Dann die Magician Engine. Harmonizing, wahrscheinlich der beste von allen. Poison, auch natürlich überhaupt nicht schlecht. Dann ein Blackfang. Warum sagt ihr jetzt diese Ratio? Ich will noch auf jeden Fall irgendwie ein zweites Target haben und auch noch eine High Scale haben, die ich eben searchen kann. Ist ja eine Low Scale. Und Harmonizing wollen wir natürlich spezial beschwören. Dann ein Dragon Pit und eben ein Noble Dragon, denn diese beiden brauchen wir einfach für die Combo. Denn wir brauchen einfach nur entweder das oder halt eben das. Das ist variabel oder natürlich der. Also einer von denen, ja, darf man aus dem Deck specialen. Das ist halt Instant Combo und von daher haben wir das hier so verändert. Wie gesagt, was hier gekickt wurde, ist natürlich hier ein paar Fallenkarten. Wir haben Strike gespielt letztes Mal, jetzt einfach hier raus. Wir wollen hier jetzt hier halt ein reines Combo-Deck, meine Reflection jetzt auf 3. Aus gutem Grund, weil Level 7 ihm jedenfalls dafür den anderen eben gekickt. Die Spellbook Engine ist sehr, sehr gut. Und als letzte Karte eine Ash Blossom. Aus meiner Sicht die beste Handtrap, die halt jetzt gegen die meisten Decks gut ist und halt auch den größten Impact an sich natürlich hat. Ja, beim Extra-Deck brauche ich nicht viel groß sagen, denn hier hat sich quasi nichts verändert. Wir spielen erstmal das eben für die Combo. Wir brauchen ein Link 2, irgendein Link 2 und wir brauchen halt unbedingt eben unser Synchro und der Exit und unsere Fusion. Dann haben wir noch Links diverse, ein Zweier, why not, ein paar Vierer bzw. Dreier, kann man immer gebrauchen. Dann haben wir Castell, Dueller, Tornado-Drachen, super Exits. Dueller kommt natürlich öfter, Tornado-Drachen, Castell, ja, wir können ihn halt spielen, so what, why not. Ja, dann Scarlight für Timeout oder ähnliches. Nein, aber einfach für den Last Damage halt sehr, sehr gut. Dann einfach der Horus, falls man mit Mind Control was nimmt. Und allgemein der Übernehmen-Kontrolleffekt ist eigentlich ziemlich, ziemlich stark.
Und der Stardust Spark Dragon, wie gesagt, hier hat sich einfach gar nichts geändert. Wichtig primär sind halt eben diese 5 Karten für die Combo. Und im Side-Deck hat sich jedoch einiges geändert. Bei den Spells spielen wir den Cosmic Cycle, letztes Mal Main gespielt, jetzt hier eben im Side-Deck. Geheimnis Dorf der Hexer, natürlich eine gute Side-Deck-Karte. Im Permanence ebenfalls jetzt drin. Gute Handtrap ist nicht schlecht, ist halt Going Second wesentlich stärker als First, deswegen im Side. Called by the Grave, falls ich sehe, dass mein Gegner Handtrap spielt oder halt viel mit Friedhof arbeitet. Dann dreimal Dimensionsbarriere. Wir haben nicht so viele gute Karten, daher why not? Dann Heavy Storm Duster für Backrow, falls der Gegner Backrow spielt, genauso der Cosmic Cycling. Einfach eben um Floodgate-Karten wie zum Beispiel Antimagischer Duft oder Unending Nightmare oder so zu zerschießen. Prankotops erfüllt den gleichen Zweck quasi, aber ist natürlich auch eine gute Beatstick und super Karte einfach. Und dann noch Dimension Ground, wir haben sie nur einmal, deswegen nur einmal. Und dann hier noch an Monstern, den Kaiju, um Problemmonster loszuwerden, den Spellcastler für Going First. Und dann den Fiend und den anderen Fiend einfach halt auch für Going First. Ist natürlich sehr stark, ihn zu rufen. Ich boarde ihn sogar Going Second, einfach falls der Gegner ein Monster, also falls der Gegner einfach ein Board hat, was ultra strong ist. Wir rufen ihn einfach per Tribute Summon und dann kann halt nichts mehr kommen. Ja, Leute, das ist das ganze Deck und ich würde sagen, jetzt geht's über zum Duell. Zeit für ein Duell. So, was haben wir denn hier? Alter, Going First sind meine Hände immer so strong. Und dann sagst du, naja. Mach mal so Set-Pass-Eröffnung. Set-Pass-Eröffnung? Ja, einfach ein Monster setten und dann abgehen. Na, ich beschwör lieber ein Monster, und zwar Mathematisch. Oh. Ja, ist okay. Ja, dann dieses Mal sende ich, du wirst es kaum glauben, Wendy. Oha, Wendy, okay, stark. Effekt Wendy. Ja. Set ich mir Eagle. Okay. Krass. Hä, du hast keine Fusion? Ja, ja, ich hab dich. Das könnte ein Zeichen dafür sein. Und dann set ich 2 und dann darfst du. Ja, ist eh wieder ein dummer Twin Twister oder so. So, ich bin. Hä? Twin Twister, wer würde denn sowas spielen gegen Pendel? Du. du wirst es nicht für möglich halten. Aber erstmal fangen wir an mit der Zitadelle. Ist das okay? Mhm. Ja. Und dann. Nein. Mystery. Nein. Okay. Oh Mann. Ey, ich kann da nichts für. Ich kann da einfach nichts für. Die Karte, obwohl, ich habe nicht immer, aber schon sehr oft. Ja, also ich würde sagen, so 90% auf jeden Fall. Ja. Wozu ist Servant überhaupt auf 1? Wenn man ja immer die Spell zieht. Dann spezialbeschwöre ich erstmal Prankotops. Ist das okay? Yes. Mhm. Dann aktiviere ich Servant. Ja. Dann aktiviere ich Servants Effekt über die Zitadelle. Da muss ich überlegen. Da sag ich, that can be only one. Ja, ist ja nicht schlimm, geht er trotzdem durch an sich. Die Frage ist nur, ich habe einen Schuss. Ich habe einen Schuss, ist die Frage. Ist der mir ist jetzt schon wert? Aber du willst ja, dass ich es jetzt mache, ne? Das ist ja auch so das Ding. Möglicherweise. Möglicherweise, vielleicht, eventuell, man weiß es noch nicht genau. Warte mal, aber nur zur Klarstellung. Also, dein Servant würde nicht durchgehen, ne? Doch, Servant geht durch. Das ist zum selben Zeitpunkt der Spezialbeschwörung. Also, es zählt als eine Summon. Das ist nicht zwei oder so. Nee, es ist ja nicht Winder, es ist ja There Can Be Only One. Also, du kannst keine zwei Monster beschwören mit demselben Typ. Doch, kannst du. Du musst nur danach eins auf den Friedhof legen. Du, da kannst du auch Gamma rufen. Das geht. Sicher? Ja, 100%, was das angeht. Was wenn die jetzt schon offen gelegen hätte? Ja, dann. Boah, dann weiß ich gleich. Ich glaube, dann geht's sogar nicht. Aber jetzt auf jeden Fall, weil es im Reserve ist. Okay, interessant. Dann, machst du noch was, oder? Ja, ich glaube, ich. Aber schieß die weg. Okay. Ja.
Das ist mir dann doch zu nervig. So, haben wir das schon mal? Das ist halt die Frage. Ich muss mal eben gleich was lesen bei einer Karte in der Hand. Oh, das ist ja praktisch. Das ist ja. Oh, das ist ja. Das sind die dümmsten Pendel-Scales, aber so what? Purple. Okay. Ja. Ich hätte hier erstmal ein Counterchen. Harmonizing. Na, okay. Ja, man braucht die nicht immer unbedingt als Dings auf dem Feld. Dann Pendel Summon. Reflection. Okay. Reflection Effekt. Bounce dein Headshot. Okay. So, dann hoffen wir mal, dass du jetzt gleich keine Fusion ziehst. dann gehen wir jetzt nämlich in die Battle Phase. Ja. Und greife dann mit meinen in Dymion an. Okay, dann nehme ich 1-3. Genau, 1-3. Oder wie viel hat er? Ja, genau. 2-8? Ja, 2-8, genau. Okay, ja, dann ziehe ich eine Karte. Ja. Und dann greife ich direkt an. Ja. Mit 2000 oder wie viel hat die? 1,85. 1,85, achso. Ja, die kann man ja quasi dann in wie heißt das nochmal, Spirit Charmers spielen. Stimmt, die Search. Man kann Luna spielen und dann die Searchen. Tatsächlich. Also diese krummen Zahlen sind immer richtig nervig zum Rechnen. So. Ja. Und dann bist auch du schon dran. Alles klar. Wie viele Handkarten hast du denn? Eine. Eine, das ist interessant. Dann, Reflection kann auf Summon bouncen oder kann die das jeden Zug machen? Auf Summon. Okay, dann würde ich jetzt ein Monster setten, dann bist du. Hm. Schade. Möchten sie nicht irgendwie. Okay, dann nicht. Oh mein Gott, ist das broken. Das Ding ist folgendes: Wenn ich jetzt Reflection opfere und dann rauspendel, ist Shadow Fusion alive. Ich habe Negate, das ist natürlich klar, aber weiß nicht, ob ich das will. So. Schwierig, schwierig. Wie viel Leben hast du denn noch? Nicht mehr so viel. Kann ich vor Game gehen? Wie viel habe ich denn noch? 4850. Das ist noch eine Menge, aber. Boah. Ist halt die Frage. Das wären halt. Ja, es ist nicht ganz genug Damage. Deswegen opfere ich den. Und rufe okay. Meinen Fiend. Was? Nein! Okay. Battle ja, Phase Attack. Und direkt mit 2,8. Dann bist du ja. 2050. Und dann bist du drin. Okay. Ja, das ist gerade ein bisschen. Ist, also. Weißt du, es ist schwierig, wenn man nur 5 Monster auf der Hand hat, gegen ein Monster zu spielen, weil ich sage, du kannst keine Effekte aktivieren. Ja, gut, das war doch schon ein bisschen deutlich. Aber das war's noch nicht, denn wir spielen ja ein Match. Wer den Rest des Matches sehen will, der schaut einfach mal bei CK Phoenix vorbei oder klickt einfach hier auf das Video, denn dort ist das andere Video eben von CK Phoenix. Euch wünsche ich noch einen wunderschönen Tag und viel Spaß beim Duellieren.